Ja, liebe Zuschauer, solche alten Fotoalben könnte ich stundenlang durchblättern. Ich verbringe da manchmal wirklich ganze Nachmittage mit meiner Oma. Die erklärt mir dann immer, schau mal hier, da habe ich mit meinem Opa geheiratet und alles Mögliche. Wussten Sie übrigens, dass das allererste Foto 1826 entstanden ist? Irre, oder? Dann irgendwann kam ja die Schwarz-Weiß-Fotografie, dann die ersten bunten Fotos. Das war schon wirklich sensationell. Die konnte man sich dann wirklich ausdrucken. Ja, und irgendwann kamen auch die ersten bewegten Bilder. Ja, Videos, ne? Für uns heute wirklich ein Klacks, mal eben das Handy gezückt, aber damals war das schon eine kleine Sensation. Und vielleicht haben Sie diese kleinen Super 8-Filme auch noch zu Hause. Die waren dann auf solchen Filmrollen. Nur schade, dass man sich die heute nicht mehr anschauen kann, oder? Carsten, ist schon schade. Ja, es sind zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen, liebe Zuschauer. Von meiner Seite recht herzlich willkommen. Zum einen natürlich die Frage, hat man überhaupt noch ein Abspielgerät? Vor allen Dingen ist es funktionstüchtig und vor allen Dingen sind die Bänder nach so langer Zeit, und wir reden jetzt wirklich mittlerweile von einem Zeitraum von 30, 40 Jahren mitunter, überhaupt noch so weit intakt, dass man sie überhaupt noch abspielen kann. Denn analoge Medien, Platten, Kassetten oder eben auch Super-8-Filme sind natürlich aus einem Material hergestellt, was dann doch etwas empfindlicher reagiert auf Temperaturunterschiede und auch mal Feuchtigkeit. Ja. Und wenn sowas natürlich auch mal viele Jahre in so einer Papierbox da irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller lagert, kann es mitunter passieren, dass die Bänder verkleben, die Farben verblassen oder ganz einfach so sich das Ganze nicht mehr abspielen lässt. Und deswegen wird es allerhöchste Zeit, liebe Zuschauer, denn 1965 war es die Firma Kodak, die die 8mm-Geschichte jetzt hier also auch für die Privathaushalte zugänglich gemacht hat. Es war eine Kombination aus verschiedenen großen Fotofirmen, die damals dafür gesorgt haben, anlässlich der Olympiade in Tokio seinerzeit, dass man dieses Verfahren entwickelt hat. Und 1965 war es dann eben die Firma Kodak, die das Ganze also auch der breiten Masse zugänglich gemacht hat. Heute ungefähr so kostenpflichtig oder so kostenintensiv wie wahrscheinlich der Kauf eines sündhaft teuren Sportwagens, aber doch schon der Anfang der bewegten Bilder. Und wenn wir gerade von bewegten Bildern sprechen, es geht nicht nur um bewegte Bilder, sondern auch um bewegende Bilder. Denn die Zeit bringt uns leider keiner zurück. Gerade so die späten 60er, die frühen 70er. Mhm. Ich bin Baujahr 72. Also wenn ich mir das überlege, als Kodak da mit den 8mm-Geschichten kam, da war ich noch nicht mal ein Funkeln im Auge meines Vaters. Da war mein Vater 14 Jahre alt. Und da ganz einfach mal so in den guten alten Zeiten zu schwelgen, ist eine tolle Variante. Nur bitte halten Sie sich ein Stück weit ran, denn diese Bänder jetzt hier, die sind genügsam. Frage ist, hat man noch ein Abspielmedium und. Da sind digitale Dateien natürlich besser. Die kannst du mannigfaltig kopieren, die kannst du verschicken, die kannst du deutlich besser bearbeiten als die Bänder früher. Und dafür haben wir jetzt hier unseren XL 8mm Scanner für Sie, liebe Zuschauer. Einer der erfolgreichsten Artikel überhaupt hier bei Pearl TV. Ja. Und ein richtig schönes Gerät zu benutzen ohne PC-Kenntnisse. Genau das Richtige für uns beide, oder? Du, das ist super. Also auch wirklich, um Erinnerungen dann auch später weiterzugeben an die nächsten Generationen. Das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um eben Ihre super 8mm Filme dann einzudigitalisieren und Ihren Kindern dann auch später mal zu zeigen. Also wirklich ein tolles Gerät, was mehrfach schon ausverkauft war. Sehr gut, im PC-Magazin. Schau mal links. Mehrfach auch von der Presse beurteilt worden ist und wirklich auch hier mit sehr guten Testergebnissen. Vor allem, wenn man mal bedenkt, 379,91 €. Das ist ein fantastischer Preis, denn wenn man sich so etwas professionell eindigitalisieren lässt, da bezahlt man allein schon für eine Stunde knapp 150 €. Und hier können Sie wirklich Ihre alten Filmschätze eindigitalisieren, so viel wie Sie wollen, ja. Und da kommen wirklich auch Filme zum Vorschein, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, wo man dann vielleicht auch sagt, Mensch, stimmt, diese Filme, die habe ich vor vielen, vielen Jahren mal gedreht und das sind dann auch wirklich schöne Erinnerungen, oder? Das sind diese Weißt-du-noch-Momente, oder? Weißt-du-noch, genau. Gänsehaut, ja. Emotionen, Tränchen, das ist das, was da wahrscheinlich an die Oberfläche kommen wird und sicherlich auch mal der ein oder andere Schmunzler. Na, aber nicht nur Tränchen, Carsten, ich finde auch so ein paar Lachmomente. Also definitiv. Wenn ich dann so Fotos von meiner Oma sehe, von vor 80 Jahren. Da sind auch schon echt manchmal Lachmomente dabei. Heißer Pfleger, oder? Ja. Naja, auch was sie anhatten und auch teilweise Perücken. Und das fand ich schon witzig. Ja, also das ist ganz einfach mal ein Exkurs in Zeiten, die für viele entweder gar nicht stattgefunden haben oder eben dann doch schon viele, viele Jahrzehnte zurückliegen. Da sind vielleicht auch noch Bilder vom Richtfest ihres Hauses mit dabei. Mittlerweile schon in der zweiten oder in der dritten Generation weitervererbt und weitergegeben. Da ist jetzt heute ein Starbucks
sagst, auf der Wiese, wo früher dann zum eigentlichen Bautermin dann noch die Schafe unterwegs waren. Das sind einfach schöne Erinnerungen, liebe Zuschauer. Und diese Erinnerungen sind eben auf analogen Medien gespeichert worden. Was anderes gab es zu dieser Zeit nicht. In 100 Jahren lachten wir über das, was wir heute haben. Aber wir werden mal sehen, was da noch im Einzelnen kommt. Heute haben wir die Möglichkeit, als Privatperson diese Schätze ganz einfach zu retten. Und liebe Zuschauer, wir zeigen es immer wieder, also gerade so diese emotionalen Aufnahmen. Wenn dann eben Personen damals dann eben 15 oder 20 Jahre alt waren, heute dann natürlich von mir aus knapp 40 Jahre später dann doch nochmal deutlich vorangeschritten sind im Alter, wahrscheinlich dann doch eher etwas kahler von vom Hauptteil her unterwegs sind, vielleicht ein bisschen korpulenter geworden sind, da mal den direkten Vergleich zu ziehen, ist schön. Unser Tennisclub im Ort hat mich vor kurzem darauf angesprochen. Die haben noch von der Grundsteinlegung des Hauses, des Clubhauses, gibt es noch einen 8mm-Film. Das ist eine ganz, ganz interessante Angelegenheit. Und er sagte, wir haben ein großes Jubiläum. Jetzt im August ist das. Aha. Und er sagte mal, diesen Scanner, den brauche ich. Bring mir einen mit. Cool. Denn wir haben einen der Gründungsväter, mittlerweile, glaube ich, 96 Jahre alt, aber eigentlich noch recht rüstig unterwegs, sagte, der kommt und dem möchte ich ganz gerne mal zeigen, wie das damals bei der Grundsteinlegung aussah, sagte, weil der den Grundstein gelegt hat mit dieser kleinen Kassette, mit der kleinen Kassette drunter, mit dem Stück Zeitung des Tages und so weiter, was man eben so reinpackt. Liebe Zuschauer, das Schöne ist, Sie brauchen hier keine PC-Kenntnisse. Sie müssen auch nicht Foto und Video studiert haben. Die Maschine funktioniert vollautomatisch, es wird einfach nur eingelegt, auf Start gedrückt und alles andere wird hier auf einer SD-Karte im hinteren Bereich des Gerätes eingespeichert. Und dann hast du das Ganze als digitale Kopie sozusagen, das Band bleibt dir ja physisch erhalten. Ja, definitiv, das bleibt erhalten. Aber Sie haben jetzt natürlich die Möglichkeit, die Sachen auch weiter zu verschicken, zum Beispiel per E-Mail, weil das ist ja eindigitalisiert. Mhm. Ich stelle mir das jetzt auch schön vor, gerade so alte Filme vielleicht mal wieder auf einer goldenen Hochzeit laufen zu lassen. Doch, ne? Kann man ja auch machen. Das sind so schöne Momente und auch lustige Momente. Genau, das sind solche Momente, von denen ich vorhin sprach. Ja? Also das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, dass wir Ihnen hier die Möglichkeit bieten, dieses Gerät für 379,91 € zu erwerben. Das ist schon wirklich ein toller, toller Preis. Wie gesagt, ist jetzt endlich wieder verfügbar und lieferbar. Das war lange, lange Zeit bei uns ausverkauft. Und jetzt können Sie zuschlagen. Jetzt können Sie bestellen mit der NX4294 und der 569. Und während dieses Gerät Ihre alten Filme digitalisiert, man muss ja nicht direkt dabei sein, oder? Nein. Man kann das ja auch über Nacht laufen lassen. Das kann es auch über Nacht laufen lassen. Jetzt hier bei diesem Scanner sieht es so aus. Ich meine, jedes bewegte Bild, jeder Film besteht aus verschiedenen Einzelaufnahmen, die aneinandergefügt natürlich hintereinander abgespielt, den eigentlichen Film ergeben. Hier wird Bild für Bild eingescannt. Und grundsätzlich ist es ganz einfach so, dass die Maschine das vollautomatisch macht. Das heißt, du spannst den Film ein, schaust, dass es richtig, richtig manierlich drin liegt, packst den Speicher hinten rein und drückst auf Start. Kannst dabei bleiben, kannst dir die Aufnahmen gerne auf deinem Fernsehapparat anschauen, das Kabel wird mitgeliefert oder aber du lässt es einfach über Nacht laufen, wenn du am nächsten Morgen wiederkommst, ist das alles eindigitalisiert und du hast anstelle einer dort schon in die Jahre gekommenen Filmrolle einen kleinen Speicherstick in der Hand. Ja, und die Dame, bei allem Respekt, ich glaube, die ist da schon etwas fortgeschritten vom Alter her, so an der Haarfarbe ein Stück weit erkennbar. Ob sie dann jetzt 40 Jahre später dann tatsächlich noch unter uns weilt, weiß ich nicht. Das ist reine Spekulation. Ich hoffe, dass es so ist, aber es ist eher unwahrscheinlich. Und es wäre doch schade. Vielleicht haben die Enkel ihre Uroma, ihre Oma vielleicht gar nicht wirklich kennengelernt. Kennen sie nur aus Erzählungen, vielleicht also auch von ein paar Fotos, die man noch irgendwo im Schublad gefunden hat, mittlerweile auch schon reichlich vergilbt. Ja? Und das ist doch schön, das Ganze ganz einfach mal wieder aufleben zu lassen. Das sind unsere Wurzeln. Und wenn ich mir überlege, dass diese Wurzeln, dass diese wunderschönen Erinnerungen mittlerweile ganz einfach auf dem Dachboden oder im Keller vor sich hinsiechen und irgendwann schlichtweg kaputt gegangen sind. Also da, finde ich, sollte man ganz einfach tätig werden. Fragen Sie ruhig mal im Bekannten- und Freundeskreis nach weiteren Bändern. Sie wären überrascht, wie viele dann auf einmal sagen, Mensch, hör mal, wir haben doch hinten links im Keller, weißt du noch, da haben wir doch jetzt beim letzten Umzug noch die Kiste gesehen mit den ganzen Filmrollen und so weiter. Wir wissen gar nicht, was drauf ist. Das ist doch mal eine tolle Geschichte. Lass uns das mal gerne mal gucken, was da so im Einzelnen zu sehen ist. Da werden viele Erinnerungen hochkommen, die du heute nicht mehr missen möchtest. Es hat irgendwie so ein Stückchen heile Welt. Irgendwie ist das, sind das tolle Aufnahmen. Das war so entschleunigt. Keine Handys, kein Computer, nichts zu der Zeit. Ja, das stimmt. Ja, Sie können jetzt natürlich hier zuschlagen, liebe Zuschauer, um sich dieses Stückchen heile Welt auch wieder zurückzuholen. Und ich könnte wetten, dass Sie ganz, ganz viele solche alten Filmrollen noch zu Hause haben. Denn ich meine, wenn das schon dreimal ausverkauft war, ja, das beweist uns ja auch, Tausend haben wir mittlerweile wie viele da auch bereits schon zugeschlagen haben, weil sie eben noch solche Filmrollen haben. Ist doch eine tolle Möglichkeit. Oder jetzt zuschlagen, jetzt bestellen mit der NX4294 und der 569 und ich glaube, du willst uns zeigen, dass das Ganze auf einer Speicherkarte gespeichert wird. Du kannst natürlich jetzt hier mit so einer Rolle arbeiten, weiß ich nicht, 2 Stunden Film drauf oder mit so einer kleinen SD-Karte und die dann im Computer bearbeiten. Software ist dabei, wenn Sie möchten. Retten Sie Ihre Schätze, liebe Zuschauer, in die Neuzeit und ich glaube, wir geben Ihnen das richtige Rüstzeug an die Hand.